Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch kurz das Fazit meines neuen Dell Notebooks Inspiron Typ 5501 vorstellen. Ich habe es jetzt ein paar Tage im Homeoffice entsprechend gehabt. Ich bin damit unterwegs gewesen. Kurz nochmal die Daten. Hier drin ist ein i7, Intel i7 Prozessor der 10. Generation. Wir haben 8 GB Arbeitsspeicher, wir haben 500 GB SSD Festplatte, wir haben eine zusätzliche Grafikkarte MX330 von Nvidia GeForce mit 2 GB zusätzlichem Speicher. Wir haben ein sehr gutes Display mit Full HD. Wir haben ein gutes Trackpad, Tastatur, Anschlagsdynamik und so weiter, ist sehr, sehr schön. Wir haben rein vom Material her, also auch die Materialgüte ist sehr, sehr gut. Diese obere Fläche, die wir hier haben, wo wir also jetzt die Handauflage haben, beziehungsweise das Trackpad, das ist aus Aluminium. Und die obere Fläche, das heißt der Deckel ist auch Aluminium, der Rest ist Kunststoff, das heißt also der untere Deckel ist in Kunststoff, aber das hier und der obere sind Aluminium. Wir haben hier auch jetzt Diamant geschliffen, das heißt also die Kante zum Beispiel hier um das Trackpad. Also es fühlt sich sehr, sehr wertig an, wenn man damit arbeitet. Tastatur, wie gesagt, ist wunderbar vom Schreiben her. Sie ist auch beleuchtet. Das heißt, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Einmal so ein ganz klein bisschen dimmend letztendlich, also drei Tasten können wir das verstellen, einmal an, aus, beziehungsweise einmal dann eine Stufe 1 und eine Stufe 2. Das heißt, man kann also sehr, sehr schön arbeiten, wenn man im Dunkeln unterwegs ist oder wenn halt das Tageslicht nicht mehr so da ist, wenn man irgendetwas schreiben muss. Also, was habe ich hier damit gemacht? Ein paar Tage war es im Homeoffice, ein paar Tage bin ich damit unterwegs gewesen. Thema Akku. Akku ist ein Schnellladeakku bzw. ein schnellladefähiges Akku. Ich habe hier die Vorgabe, kann ich bestätigen, 80%, wenn es fast ganz leer ist, kann ich 80% laden in knapp einer Stunde. Das heißt, also ich hatte es mal ganz leer, dann habe ich etwa eine Stunde und 20, 25 ungefähr gebraucht, dann war es komplett voll. Ich habe gearbeitet, also Schreibprogramm, ein bisschen Internet, ein bisschen Video geschaut und bin tatsächlich 10 Stunden weit gekommen. Also das hat mich ein bisschen überrascht, weil immerhin, das ist ja nur relativ volle Hütte, was hier drin ist. Das Display, wie gesagt, ist sehr, sehr schön, sehr knackig, scharf. Die Farben sind sehr schön, man kann natürlich einiges noch einstellen. Aber das ist sehr, sehr schön. Es ist kein Touchpad. Das heißt, das brauche ich, also ich persönlich brauche es nicht bei so großen Laptops. Das fehlt mir also nicht. So, dann haben wir die Möglichkeit des Nachrüstens. i7 Prozessor, 10. Generation ist klar. Damit bin ich natürlich für die nächsten Monate und teilweise auch Jahre auf der sicheren Seite. Ich kann den Arbeitsspeicher, der hier 8 GB groß ist, auf bis zu, wir haben zwei SIM-Bänke drin, auf bis zu 32 GB hochfahren. Das heißt, ich kann zwei Arbeitsspeicher a 16 GB reinbauen und habe dann 32 GB Arbeitsspeicher. Ich kann statt der 500 GB, ich muss aufpassen, Gigabyte, Terabyte, kommen wir gleich rein. 500 GB kann ich zwei SSD M2 Festplatten einsetzen mit jeweils einem Gigabyte. Das heißt, ich kann zweimal ein Gigabyte Festplatten hier einbauen. Also auch damit sollte ich sicher sein. Also überhaupt gar kein Problem. Der Nvidia GeForce Grafikkarte, das ist jetzt eine zusätzliche Grafikkarte, wie ich sagte, mit 2 GB zusätzlichem Speicher. Habe ich getestet, bei YouTube zum Beispiel 4K-Videos laufen lassen, ruckelfrei, überhaupt kein Problem. Und somit kann ich natürlich auch schon mal recht anspruchsvolle Spiele hiermit spielen. Das ist durchaus ein Gamer-Laptop, wie man so schön sagt.
Natürlich gibt es auch GeForce-Grafikkarten 1650, 1680i und was weiß ich was, die 4 oder 6 GB Arbeitsspeicher eigenen haben. Das ist aber dann schon wieder eine andere Kategorie. Ich bin der Meinung, dass hier für den Preis vor allen Dingen, sage ich euch gleich nochmal, für den Preis finde ich das also wirklich sehr, sehr schön. Akkulaufzeit und dass ich das schnell laden kann, ist optimal. Die Haptik, die ist bei mir immer, wenn ihr meine Videos euch anschaut, immer sehr, sehr wichtig. Das heißt also auch Aluminium, also jetzt nicht überall billiges Plastik, ist sehr schön. Dann haben wir natürlich sehr schön hier dieses Edge-Format, das heißt also diese ganz schmalen Rahmen. Dazu möchte ich gleich auch nochmal, ich werde die Kamera gleich nochmal umstellen und werde das nochmal kurz vergleichen mit meinem jetzigen Dell. Das ist ein, das ist mein Dell-Laptop, das ich jetzt seit knapp 5 Jahren habe. Nie was dran gewesen. Ist auch ein i7, 16 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD. Die habe ich hier nachgerüstet. Da gibt es einen Film von. Auch 15,6. Aber ich möchte euch mal alleine die Dimensionen und die Rahmen hierum mal kurz zeigen. Dafür würde ich aber gerne die Kamera mal umstellen. So, auch wenn das nicht ganz direkt so aussieht von den Gehäusen her, von den beiden Dell-Rechnern, aber es sind beides 15,6 Zoll Bildschirme. Das heißt, die Diagonale sind 15,6 Zoll. Ich habe jetzt beide mal auf volle Helligkeit gestellt. Der hier ist matt und der hier ist glänzend. Der hier ist auch ein mit Touchpad. Und das heißt, hier spiegelt sich so ein bisschen was drin, hier nicht. Dafür kommt der aber im Prinzip heller rüber. Das heißt also, wenn man jetzt bedenkt, dass der hier fast 5 Jahre alt ist, also da hätte ich mir mehr Unterschied gedacht. Was ich aber auf jeden Fall hier als Riesenunterschied sehe, ist, wenn ihr hier mal kurz runterschaut, das heißt also, wenn ihr hier seht, wie viel Unterschied es hier ist. Dieses Edge-Design, der Rahmen ist hier 0,5 cm. Wenn ich jetzt hier aber dran gehe, dann sind es fast 1,5 cm. Das heißt also allein der Rahmen hier, messen wir auch mal hier oben. Hier oben haben wir 1 cm und hier haben wir 2,2 cm. Also der Rahmen drumherum macht natürlich entsprechend sehr viel aus. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen, hoffentlich wackelt es jetzt nicht zu sehr, wenn wir jetzt unten schauen, auch hier sehen wir, das ist schon einiges an Unterschied von der Gehäusegröße. So, jetzt habe ich die beiden Laptops mal übereinander gesetzt, damit man hier genau sehen kann, wie viel Unterschied das ist. Also das ist schon einiges. Also das hier sind 2 cm und das hier sind 2,1 cm. Und wenn ihr auch die Dicke letztendlich euch anschauen wollt, hier könnt ihr sehen, hier sind es fast 2,2 cm, hier sind es 1,7 cm. Also das macht schon einiges aus. So, ich möchte euch kurz noch etwas zeigen. Und zwar, wenn ihr das Teil aufklappt, das könnt ihr hier sehr schön sehen, ist da schon ein Scharnier mit dabei, dass das Laptop entsprechend anhebt. Dadurch ist hier unten etwas mehr Platz für die Lüftung und dadurch, dass das Laptop hier ein bisschen angehoben wird, die Tastatur, ist es natürlich etwas netter zum Schreiben. Ich klappe es nochmal zu, dann könnt ihr nochmal schauen. Also so ist zugeklappt und so wird es dann aufgeklappt und hebt sich dann etwas hoch. Ja, es ist schon ein erheblicher Unterschied, vor allen Dingen auch das Gewicht. Es ist ja nicht nur die Größe an sich, sondern das Gewicht. Hier haben wir aufgerundet 2,3 Kilo und hier haben wir aufgerundet 1,8 Kilo. Das heißt, ein halbes Kilogramm ist dieses Teil leichter. Das heißt, das ist natürlich auch wesentlich angenehmer zum Mitnehmen, wenn man im Café sitzt oder halt mit dem Laptop durch die Gegend läuft, von Büro zu Büro oder von Termin zu Termin. Da sind 2,3 Kilo und von der Größe her, ich meine, man hebt sich jetzt keinen Bruch dran, aber es ist natürlich schon ein erheblicher Unterschied. Was mir aber aufgefallen ist, und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, die Schnelligkeit her, hier ist auch ein i7 drin, 16 GB Arbeitsspeicher, der i7 ist aber 4. Generation, also schon ein bisschen älter.
So groß waren die Unterschiede nicht. Ein einziger Unterschied ist mir definitiv aufgefallen. Und zwar, er kann hier 4K abspielen, also ein 4K-Video abspielen. Das kann er hier nicht. Das kann er wohl, aber er ruckelt ab und zu mal. Das heißt, die GeForce-Grafikkarte, die hier drin ist, hier ist eine etwas ältere GeForce-Grafikkarte logischerweise drin, aber auch mit 2 GB, also absolut vergleichbar. Aber hier ist bei 4K ist dann Ende, also da ruckelt es dann immer mal wieder, kann man nicht ruckelfrei schauen. Hat mich doch überrascht. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum soll man sich ein neues kaufen? Jetzt kaufen wir uns alle so ein älteres, gibt's aber nicht mehr. Das hier ist ein 35 Dell Inspiron 7537. Könnt ihr suchen, werdet ihr nicht mehr finden. Schon gar nicht in dem Zustand. Ich habe mich entschlossen, es zu behalten, weil es läuft wunderbar. In meinem Homeoffice bin ich sowieso meistens nur drin unterwegs, das heißt, rumschleppen tue ich es nicht. Das behalte ich aber trotzdem, weil das wirklich, ich habe noch ein kleineres Laptop, das kommt dann jetzt weg, weil das kann ich wirklich als 15,6 Zoll Laptop nutzen, um wirklich unterwegs zu sein. Und die kombiniere ich dann halt einfach miteinander. Es ist ein super schickes Teil und vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das hier hat vor knapp 5 Jahren um die 1000 Euro gekostet, immerhin vor 5 Jahren. Das hier kostet heute, so ausgestattet, wie es hier jetzt ist, rund 850 Euro. Also auch das finde ich sehr interessant. Gut, hier ist ein bisschen weniger Arbeitsspeicher drin, eine etwas kleinere Festplatte, aber das ist marginal. Aber da muss ich ehrlich sagen, das bleibt in meinem Homeoffice als Laptop für unterwegs und das hier benutze ich als Desktop, immer zugeklappt mit einem großen Monitor. Habe ich einige Videos darüber gemacht, wie ich mein Homeoffice eingerichtet habe und deswegen bleibt das hier. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dass der Unterschied für euch mal zu sehen, weil wenn man sowas dann schon mal gleichzeitig auf dem Tisch liegen hat und zeigen kann, ist das natürlich sehr interessant, als wenn man jetzt nur irgendein neues Teil hier präsentiert. Und die Unterschiede sind so riesig gar nicht. Also es gibt Leute, die ja alle 2-3 Jahre sich so ein neues Teil kaufen. Aber wenn ich jetzt nicht gerade der extrem Video 8K, 4K, was weiß ich was Master bin, oder eben die Spiele, die ganz weit oben sind, 3D und 8, 4K und was weiß ich was habe, dann ist die Frage, ob das das Richtige ist. Aber das ist ganz weit oben angesiedelt von der Schnelligkeit her, Akkulaufzeit, Akkuladezeit, dass ich hier natürlich mit Office-Sachen machen kann, ist klar. Das brauche ich nicht zu betonen, aber dafür brauche ich nicht so ein Hightech-Teil. Es ist ein tolles Gerät. Dell baut wirklich gute Laptops und gerade diese Aluminiumgeschichte. Im Übrigen, dieses hier ist überall Aluminium. Das heißt, der Deckel hier ist zwar auch noch Kunststoff, aber hier sind auch die ganzen, wenn man das mal hier, auch die ganzen Kanten Diamant geschliffen, also rundherum, das heißt der Deckel als auch unten das Teil. Also das ist von der Verarbeitung her auch beleuchtete Tastatur und das Scharnier nach über 5 Jahren überhaupt gar kein Problem. Also hier ist kein Verschleiß dran, gar nichts. Und da ich die Geräte super pflege, ist ja auch kein Kratzer dran und nichts. Ich hatte extra jetzt mal für beide den gleichen Hintergrund gewählt, um das einfach mal zu sehen. Und ich wundere mich wirklich, ich habe sie jetzt noch nicht zusammen gesehen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sie wirklich zusammen vergleiche. Das sieht besser aus. Sorry. Aber es ist zwar ein glänzendes Display, aber das sieht wesentlich besser aus wie das von der Schärfe her. Das ist von der Farbtreue her etwas besser. Wundert mich. Da das aber ein Fazit von diesem hier ist, machen wir das hier ganz schnell wieder zu. Nochmal, ich kann es empfehlen und das hier könnt ihr halt nicht mehr neu kaufen. Insofern, wenn jemand unter 1000 Euro ein absolutes Top-Laptop braucht, Gamer-Laptop und eins, das mit so ziemlich allem klarkommt, kann ich das bestens empfehlen, woher ihr es bekommt. Am günstigsten setze ich euch wie immer einen Link unter dieses Video drunter. Das soll es gewesen sein. In der nächsten Zeit wird laptopmäßig noch ein bisschen was kommen, aber ihr seid ja von meinem Kanal schon gewohnt, dass da sehr viele unterschiedliche Dinge sind, die ich hier präsentiere. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und solltet ihr einen Dell-Laptop haben, könnt ihr mir gerne eure Erfahrungen unter das Video drunter schreiben.
Und abonniert gerne meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video hier wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine super gute Zeit. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.